Vielen Dank. Okay. Habe ich Ihnen die Rücktrittsforderung der Jungen Union überreicht? Ja. Sie haben schon so viele Rücktritte gefordert. Sie haben sie gefordert und jetzt tragen Sie die Konsequenzen nicht. Sie können zurücktreten. Das liegt nicht an mir, das liegt an Ihnen. Das verstehe ich. Ja. Ich glaube, Fischer ist auch schon ein großartiger Politiker, weil er die Dinge, die er tut, auch glaubt. Ich halte ihn gelegentlich auch ein bisschen überschätzt und vor allen Dingen fürchte ich, dass er der Versuchung auch nicht widerstehen kann, diese Überschätzung zu teilen. Und das ist dann immer ein bisschen gefährlich, denn dann überschätzt man sich selber. Er ist aber auch ein Repräsentant, wie sich Deutschland verändert hat, durch seine Biografie. Vor 30 Jahren hätte nie ein Mensch Außenminister werden können, der absolut keine Ausbildung hat. Er ist ein sehr imponierendes Stück Nachkriegsgeschichte mit vielen Fragezeichen. Josef Martin Fischer, das Psychogramm des Außenministers der Bundesrepublik Deutschland. Ein Popstar in der Politik. Sein Aufstieg ohnegleichen. Seine Spezialdisziplin, Machtgewinn. Er lernt von der Pike auf. Bonn, das Zentrum der politischen Macht in Deutschland. Hier werden Rituale gepflegt, Tradition gelebt und Würde zelebriert. 1983 wird Helmut Kohl vereidigt. Für die rebellische Jugend von 1968 eine Provokation. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme. Mit Joschka Fischer und den Grünen zieht diese Generation reichlich spät in den Bundestag ein. Sie bezeichnen uns als Spinner und Ähnliches, werfen uns vor, wir würden der Würde nicht gerecht werden. Und hier verschanzen Sie sich hinter Schlips und Kragen und benehmen sich in einer Art und Weise, wie Sie uns immer vorwerfen. Nun hören Sie doch mal zu. Joschka Fischer, eine blitzgescheite Kodderschnauze. Krawallattitüde statt Schlips und Kragen. Dieser Mann will etwas werden. Das spüren alle in seiner Umgebung. Am Ende des Raumes, in dem Türrahmen lehnend, Joschka mit einem Wirbel, also die Stirn war frei, mit einem Wirbel, ziemlich vorlaut, unerschrocken und auch eigentlich schon dominant. Also es war eigentlich schon klar, da steht ein Alphatier an der Tür. Dieses Zelebrieren von vielleicht spielerisch gemeinter Streetfighter-Pose, diese Gang-Pose, auch das hat mir nicht gefallen. Das hat auch eine dunkle, ich hatte recht früh den Eindruck, es gibt auch eine dunkle Seite, die dir nicht gefällt, die dir gar nicht gefällt. Die Rituale auf der Bonner Bühne begreift Joschka Fischer sofort, genießt den Kontakt zu den Großen, lernt das Strippenziehen. Und er weiß, wer hier vorankommen will, der braucht die Medien. Es wurde mir dann irgendwann beiläufig mitgeteilt, dass der Spiegel eine Einladung ausgesprochen hätte zu einem Kamingespräch. Und ich hätte ja sicherlich nichts dagegen, dass Fischer und Schily dahin gehen würden. So, da sind Entscheidungen gefallen. Da war vollkommen klar, hier wird schon die Strippe gezogen, wer letztlich der politische Kopf von dieser grünen Veranstaltung sein wird. Und das war für mich ein glänzendes Beispiel dafür, wie man sehr früh
sehr schnell eine Nase dafür hat, wo es sich lohnt, dabei zu sein und dann auch mal jemand anders rauszukegeln. Ach, das war immer so sowas, dass da einer die Strippen zog. Das Gefühl hatte ich schon auch immer, dass da auch einer ganz wach seine Umgebung beobachtete, mit großer Neugier, wie Macht in Bonn funktioniert, wer mit wem reden muss, wie das Timing sein muss, wann ich bestimmte Vorstöße mache und wann nicht, wann ich in die Öffentlichkeit gehe, wann ich mit jemand zur Seite ziehe und insgeheim mit ihm rede. Und diese Art von ja, beinahe hätte ich gesagt diplomatischen, aber es ist ja politisches Spiel. Das hat Joschka Fischer, dafür hat er einen Instinkt gehabt und eine unglaubliche Begabung. Sein Lehrmeister in der ersten Zeit ist Wolfgang Schäuble gewesen. Der war der parlamentarische Geschäftsführer bei der CDU. Und der hat dem Joschka Fischer den Parlamentarismus beigebracht. Das war sein Mentor. Und von dem hat er sehr viel gelernt. Ach, ich glaube, so viel Lehrmeister hat er nicht gebraucht. Er wusste ja schon viel von Politik, bis er im Bundestag war. Und er selber hat sich ja auch gelegentlich insoweit über mich ganz positiv geäußert. Und irgendwas hat er, glaube ich, mal gesagt, der Einzige, der in dem Laden einigermaßen klaren Kopf hätte, sei ich, was natürlich wiederum auch ein Stück weit beschreibt, welche Meinung er von sich selber und von anderen hatte, nicht. Aber lassen wir das beiseite. Joschka Fischer. Er schafft es aufzufallen. In einem Kuriositätenkabinett namens Grüner Fraktion. Danke, Kippen. Wird Großmeister der Zwischenrufe. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Abgang eines Provokateurs. Er war ja auch ein Rabauker. Es kam ja dann noch deutlich dicker mit der Passage, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ja? Was ich, wenn ich das mal sagen darf, heutzutage ziemlich empörend finden würde, wenn das jemand hier im Reichstag sagen würde. Da platzte der Altsponti heraus, aus ihm heraus. Aber zugleich hat er instinktiv sofort die professionelle Chance, die mit diesem Satz verbunden war, begriffen und genutzt. Und hat es sozusagen optimal durchgezogen. Das ist jetzt typisch für ihn. Er hat sofort kapiert, ich habe überreizt. Und da hat er dem einen hinreißenden Entschuldigungsbrief geschrieben auf der Stelle. Hat von daher sozusagen die Parlamentsstrafe, die es für so etwas gibt, auf das Minimum begrenzt. Wurde ja nur für einen Sitzungstag von den weiteren Sitzungen ausgeschlossen und ansonsten das überwältigende Medienecho genossen. Und Fischer gibt den Medien Futter. Ausgeschlafen, oder? Oh, hör auf. Entsprechend § 10 der bisherigen Geschäftsordnung bedarf. Joschka Fischer weiß, was gefällt und imageträchtig ist. Mehr noch, Fischer entwickelt das System Fischer. Aufblitzen tut die Erinnerung an einen Joschka Fischer, der quasi rastlos durch die Bonner Straßen fast schon streunte, fast süchtig nach Informationen. Fischer, der Leute ausgesaugt hat. Fischer, der keine Gelegenheit ungenutzt ließ. Journalisten, Politiker, Lobbyisten anzuzapfen, auszusaugen, in Gespräche zu verwickeln, der gierig war nach Informationen. Insofern war Fischer schon so ein gewaltiger Informationsapparat, ein Mann-Umweltanlage für das politische Geschwätz von Bonn. Nirgends geht das besser als in Bonner Kneipen, dem zweiten Hoheitsgebiet von Joschka Fischer. Hier wird das Private politisch. Hier mischen sich Promille mit Informationen. Politiker mit Journalisten. Und Joschka Fischer dominiert diese Abende. Immer der Lauteste, immer der Witzigste. Auch in seiner Stammkneipe Provinz. Also das war schon alles noch sehr improvisiert und wenn man im Regierungsviertel arbeitete und zu Hause auch nicht gerade das Umfeld hatte, was man sich also vielleicht wünschte,
Dann war diese Kneipe eigentlich das Nonplusultra. Das war so ein Regierungsmutterschiff. Es war sehr klein. Das war ja ein Raum, das klingt immer so, als wäre das jetzt so ein Riesenlokal gewesen. Das war ja ein Raum, auf dem sich das alles abspielte. Weiß ich nicht, der war vielleicht 10 mal 5 Meter oder so. Und da vorne war die Theke und hinten waren 3 oder 4 Tische. Jürgen Leinemann wollte ein Porträt über uns beide schreiben und wir hatten ein ausführliches Gespräch. Und gegen Ende des Gesprächs ging es um die Frage, dass wir uns mal zu dritt treffen. Das wurde dann vereinbart in der Kneipe Provinz. Und ich habe dem Jürgen dann gesagt, ich kann dir jetzt schon sagen, wie das ablaufen wird. Und dann kam Fischer rein, soweit ich mich erinnere, mit jemandem zusammen, weiß ich aber nicht mehr genau, und setzte sich aber keineswegs an unseren Tisch, sondern nickte ziemlich oberflächlich und ein bisschen herablassend uns zu und setzte sich dann an einen anderen Tisch. Lugte aber die ganze Zeit rüber und suchte offenkundig nach einer Gelegenheit, sich einzumischen. Jürgen Leinemann fragte mich, sollen wir ihn nicht rüber bitten? Ich habe gesagt, Jürgen, das kannst du bleiben lassen, der kommt von selber. Und flugs erschien er, mischte sich ein. Und und dann hat er geredet. Und dann kam Hubert auch nicht mehr groß zu Wort. Und das, sagt Kleinheit nun, war eigentlich immer so. Und das war auch immer so. Kein Mangel an Selbstbewusstsein. Sein Treibstoff, brennender Ehrgeiz. Fischers Gegner, auch ein Schwergewicht. Für ihn ist Helmut Kohl Feind und Vorbild zugleich. Denn an keinem Politiker kann Fischer die Regeln von Macht und Machterhalt besser studieren und kopieren. Ich glaube, dass Fischer fasziniert hat, diese physische Präsenz von Kohl. Die Gewalt, die dahinter auch ist. Fischer hat das bewundert an Kohl. Und er hat auch bewundert, wie er in der Lage war, Menschen physisch zu beeinflussen, ja, zu erschrecken und klein zu halten. Weniger Masse, aber mehr sprachliche Klasse. Fischer gegen Kohl im Deutschen Bundestag. Historische Rededuelle. Seine Erhabenheit, der Bundeskanzler. Und da muss man sich fragen, was für ein Verfassungsverständnis er hat. Seine Erhabenheit, der Bundeskanzler, sieht schweigen wie ein Butter den ganzen Morgen bereits hier, wenn es darum geht, seinen Haushalt zu verteidigen. Als Persönlichkeit zeichnete Butter sich aus durch seinen Lebensernst, seine durchdachte und gelassene Lebensmeisterung, seinen Sinn für das Wirkliche und Mögliche, seine Mäßigung und Ausdauer. Sie sind Geschichte, im guten und im schlechten Sinne. Es wollten Sie immer werden, das haben Sie erreicht. Aber Zukunft werden Sie nicht mehr sein. 3 Zentner Fleisch gewordene Vergangenheit. Das mit der Mäßigung habe ich gewisse Probleme. Diese Probleme teile ich mit dem Vorsitzenden der Grünen Fraktion. Ihr Weg ins 21. Jahrhundert sah so aus, dass Sie beim ersten Schritt auf die Schnauze gefallen sind und im 19. Jahrhundert gelandet sind. Joschka Fischer in kämpferischen Zeiten. Er probiert sich aus, sucht nach Anerkennung und kämpft von Anbeginn mit allen Mitteln, um jeden Preis, bei jeder Gelegenheit. Joschka Fischer will Zeichen setzen, mit symbolischen Machtkämpfen. Frankfurt, die Krawallmetropole der frühen 70er. Studentenunruhen. Und nun zu der Fahndung nach Terroristen, die am vergangenen Montag in Frankfurt bei Gewaltaktionen beteiligt waren. Dazu im Studio Staatssekretär Horst Werner, der Leiter der von der Landesregierung gebildeten Sonderkommission. Ich zeige Ihnen nun Bilder von Rädelsführern, die wir ebenfalls festgenommen haben. Es handelt sich um Josef Martin Fischer,
Also Sie müssen sich vorstellen, dieser junge Mann kommt aus einem kleinbürgerlichen, geordneten, sehr katholischen Haus, kommt in diese revolutionären Wirren, verliert sich fast da drin. Ein Suchender und seine erste Wohnung in Frankfurt. Diese Stadt will er sich erobern. Joschka Fischer, ohne Schulabschluss und Ausbildung. Sein Fundament, das Ich. Mit diesem großen Ego, das er hat, hatte er das Bedürfnis, eine Rolle zu spielen. Und hat gelernt und gelesen, ist in Vorlesungen gegangen. Also er war ein Student, der eigentlich kein Student war, offiziell. Aber er hat schon da rumstudiert und die bedeutenden Leute kennengelernt oder zumindest gehört und sich mit interessanten Leuten getroffen. Unter anderem mit Cohn-Bendit, der ihn sehr beeindruckt hat. Daniel Cohn-Bendit, Danny Le Rouge, der Rote. Der berühmte Revolutionär, der im Mai 68 Paris aufmischte, wird Joschka Fischers Freund. Der war ein bisschen jünger als ich und ich kann mich an Nächten erinnern, wo er sich in den gesamten Hegel gelesen hat oder Marx und dann akribisch unterschrieben hat, ja, Zitate gesammelt, dann Zettelkästchen gehabt und so weiter. Es ist ein unglaublicher Arbeiter. Der Ungelernte holt auf und vertieft sich in die Theorie der Revolution. Er lebt in Wohngemeinschaften wie dieser. Fischer will besser sein als die Studenten. Und er wird es auch. Draußen auf Frankfurts Straßen proben Studenten bereits den Aufstand für bessere Universitäten gegen Häuserspekulanten. Fischer grübelt noch über Marx und Engels. Andere prügeln. Er geht zu Opel, Malochen, Schichtarbeit am Band. Nicht nur für Geld. Joschka Fischer will die Köpfe der Arbeiter für die andere, bessere Gesellschaft gewinnen. Die wollen statt Einheitslohn und Klassenkampf nur eins: mehr Geld. Opel bleibt für Fischer ein Kurzgastspiel von 6 Monaten. Neue Rollenspiele werden probiert. In Frankfurter Altstadtvillen. Mit Daniel Cohn-Bendit in einer WG. Jetzt lockt die Revolutionäre mitunter auch das süße Leben. Mein Bruder wohnt in der Bretagne und einmal brachte er 60 Austern oder 70 mit. Und dann haben wir sie alle zusammen in der Wohngemeinschaft verspeist. Natürlich war das ungewöhnlich für Joschka Fischer wie für viele Austern. Und dann hat er einfach langsam angefangen, Austern zu mögen. Und dann wollte er aber wissen, wie das geht mit dem Öffnen. Und dann ist er ein Weltmeister im Austeröffnen geworden. Und heute kann er das wirklich wie ein Franzose. Er macht das ruckzuck. Ja. Und das ist das Typische. Ja. Seine Fähigkeiten, sich was zu erarbeiten und dann zu können. Draußen auf der Straße wird die Szene militanter. Wut auf die Staatsmacht. Joschka Fischer ist jetzt beim Häuserkampf dabei. Ich finde, das, was Josef Fischer am besten charakterisiert, ist diese rebellische Attitüde, die keine wirkliche gesellschaftliche politische Rebellion enthält, sondern nur Attitüde ist, also Stimme, Lederjacke, rührend, markant auftretend, in so Prolo spielen. Und diese Szene, diesen Film, als er sich mit dem Polizisten bei der Demonstration prügelt. Da haben alle immer gesagt, oh, der prügelt den Polizisten. Josef Martin Fischer. Hier unter schwarzem Helm überschreitet Grenzen, erkennt den Abgrund. Es gab bei ihm einen Punkt, wo er gemerkt hat, dass militärische Gewalt oder wirklich Gewalt, physische Gewalt, sozusagen in den Abgrund, ins Abseits führt. Und da war bei ihm so ein Punkt der Erkenntnis, wo er sich geändert hat. Ich habe immer respektiert und sehr ernst genommen seine Auseinandersetzung mit der RAF. Das
da ein Anti-Nazi-Protest umschlug in faschistische Gewalt. Die Mordserien der Roten Armee-Fraktion RAF lassen Fischer innehalten. Als Taxifahrer sinniert er über neue Ziele. Seine eigene militante Vergangenheit vernebelt er. Ein Vierteljahrhundert später, im Frühjahr 2001, Fischer ist längst Außenminister, holt sie ihn ein. Spießrutenlauf vor der Öffentlichkeit. Herr Minister Fischer, wollen Sie immer vor Ihrer Vergangenheit davonlaufen? Das sind keine Jugendsünden. Der Mann war in der zweiten Hälfte der 20er Jahre der Wahl voll geschäftsfähig. Das war kein 15-, 16-Jähriger. Und wie nett es noch ist, dass er hier zugibt, er habe niemals auf einen am Boden liegenden Polizisten eingeprügelt. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sagen, ich hatte eine total verquere Sicht auf die Bundesrepublik Deutschland der damaligen Zeit. Ich habe mich geirrt, ich habe eine falsche Sicht gehabt. Dies war nicht die richtige Sicht und ich habe deshalb Buße zu tun und das anzuerkennen. Wir waren damals davon überzeugt, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland stürzen zu sollen, zu müssen, aus Gründen, die wir für richtig gehalten haben. Und für mich hat dieser Bruch bedeutet, diese verfassungsmäßige Ordnung zu akzeptieren, auch mit der Erkenntnis, wie gefährlich Gewalt ist. Ich erinnere mich an die Szene, wo wir zusammen in einem Café saßen in Frankfurt auf dem Kornmarkt und Fischer im Hintergrund eine Auseinandersetzung hörte, eine Schreierei auf der Straße. Und man merkte, da war eine Spannung da, eine Atmosphäre. Und auf einmal schnellt er hoch, springt aus dem Stuhl raus, springt über ein Gebüsch und fährt in eine Gruppe von sich streitenden und boxenden, ja, Zankhähnen auf dieser Straße und treibt die beiden auseinander. Und seine Bodyguards waren entsetzt. Er war Außenminister in diesem Moment. Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland verwickelt sich aus eigenem Stücken in Frankfurt in eine Straßenkeilerei. Die Zeiten ändern sich, Joschka Fischer nicht. Wer Minister werden will, braucht Gefolgschaft. Die breite Zustimmung im Volk. Den Zeitgeist, die Friedensbewegung, nutzt niemand so zum Machtgewinn wie Joschka Fischer. Statt keine Macht für niemand, heißt es. ...1983. Deutschland im friedlichen Widerstand gegen atomare Sprengköpfe und Umweltzerstörung. In Bonn findet die große Kundgebung, vielleicht die größte Kundgebung zum Abschluss der Aktionswoche statt. 300.000 Demonstranten allein im Bonner Hofgarten. So gut sind die Voraussetzungen für die Grünen in Bonn, Politik zu machen, nie wieder. Und Joschka Fischer? Es kam der Zug mit dieser Massenbasis, an dem frustrierten und enttäuschten und desillusionierten Revolutionär Joschka Fischer vorbeigefahren. Und er sieht den Zug und denkt, das ist es, da springe ich auf. Wenn Sie mich jetzt fragen, was Joschka davon gehalten hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass er zumindest nicht die Aufgeregtheit, die ja diese viele Menschen in dieser Friedensbewegung getrieben hat, dass er die nicht geteilt hat. Grüne Symbole. Fischer trägt sie nur für Fotografen. Aber nur mit diesen Symbolen führt sein Weg direkt in den Bundestag. Die kamen sozusagen ja von der Straße oder aus dem Lande da rein und wirkten aus so halb wie ein Kostümball und gleichzeitig auch sehr provozierend. Das war schon eine Demonstration. Demonstration von Nichtwisser, was ein Parlament ist und welche Würde ein Parlament von sich strahlt und mit einer gewissen Würde man auch dieses Parlament betreten soll. Ich war schon auch
fasziniert und erschrocken darüber, wie die Etablierten reagierten darauf, die ja mit nacktem Hass zum Teil auf die losgingen. Und Sie filmen die hier draußen, das deutsche Bravo. Fernsehen. Bravo. 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 Unverschämtheit ist das. Unverschämtheit ohne Gleichen. Das ist ein Programm. Die Mühlen, die eilen, habt ihr nichts zu tun, Kameraden. Ich würde einen Volkstanz aufführen, in Ringelreihen. Schmidt, schmeiße raus. Das wurde mir von vielen Abgeordneten gesagt. Rausschmeißen. Auch die Kollegen kamen dann und sagten, hey, Karl-Heinz, ich habe sie nicht reingelassen. Bis nachher der Präsident mir gesagt hat, bitte, Herr Schmidt, Sie können die nicht aufhalten. Die sind genauso gewählte Abgeordnete wie ich und die alle anderen. Gerd Bastian ist eine Ikone der Bewegung. Joschka Fischer noch im Hintergrund. Große Reden halten zunächst andere. Da war die Spannung ganz hoch, vollkommen klar, energetisch aufgeladener Raum. Petra Kellys erster Auftritt, die Jeanne d'Arc dieser großen Plätze war. Und die geht in diesem Plenarsaal an dieses schwarze Rednerpult, es war ja alles schwarzes Holz, fängt an zu sprechen in diesem unglaublichen Tempo. Und es dauerte vielleicht 2 Minuten, da war entschieden, diese Frau ist hier entkleidet, ist ihrer Bedeutung, ihrer Ausstrahlung, ihrer Faszination entkleidet. Andere wie Hubert Kleinert stehen längst bereit als Führungsfiguren. Die neue Bühne braucht neue Helden. Für Joschka Fischer wird ein Skandal der Regierung Kohl die Chance. 1984 soll der vermeintlich schwule General Kiesling entlassen werden. Mit einer Rede begeistert Fischer Partei und Öffentlichkeit. Sein Durchbruch. Was bleibt, ist jener seltsame Vorwurf der Homosexualität, dass Homosexualität zur Erpressbarkeit führen könnte und mithin ein Sicherheitsrisiko wäre. Was bleibt, ist der erschreckende Nachhall einer Moral in Regierung, Militär und Teilen der Öffentlichkeit, welche die gleichgeschlechtliche Liebe von Männern immer noch oder besser vielleicht schon wieder in die Grauzone moralischer Anstößigkeit und sicherheitsbedingter Gefährlichkeit abzudrängen versucht. Ach, das, man muss ihn doch nur hören. Man muss ihn nur hören und man muss ihn auch über Parlament reden hören. Joschka Fischer hat über die Debatten im Bundestag in den 50er und frühen 60er Jahren geredet, wie über die Reportagen von Herbert Zimmermann über die Fußballweltmeisterschaft 54. Das hatte die gleiche Leidenschaft und die gleiche Intensität und das hatte Kultcharakter. Wie die damals stets öffentlichen Fraktionssitzungen der Grünen. Die Neuen am Rande des Wahnsinns und Fischer mittendrin beim öffentlichen Ausfechten der Hackordnung. Kann so nicht verhandeln. Und wenn ihr hier was zu bereden habt, dann geht bitte nach draußen und besprecht euch da. Eine sage ich dir, du hast es jetzt wieder benannt. Vieles von dem, was ich da gesagt habe, war zugegebenermaßen fahrlässig, hätte so nicht gesagt werden sollen, du traust dich auch nicht. Das ist natürlich auch ein Psychodruck, wo ich gespürt habe, ich bin dem gar nicht in dem Saal gewachsen. Ich bin seit 2 Tagen ständig in Ohnmachtsphasen. Ich glaube, der Plenarsaal hat was mit mir zu tun. Der Druck war psychisch sehr schwer und ich bin noch nicht davon geheilt. Und ich möchte noch mal ganz dringend daran appellieren, dass wir uns bewusst werden, dass wir eine Gruppe sind in diesem Parlament, die zusammengehören. Und dass wir weniger Kraft darauf verwenden müssen, uns gegenseitig zu bekämpfen und zu verunsichern. Das ging also hart her, da in diese Fraktionssitzungen, die öffentlich waren, das war schon eine Selbstzerstörungsarie, die da vorgeführt wurde, die ziemlich schrecklich war. Die ganze Frage, wie man nun in einer solchen, wie man sich organisieren sollte und wer was zu sagen hat und wer in welchen Ausschuss kommt und so, das hatte ja phasenweise Erzüge einer Selbsterfahrungsgruppe, dieser Konstitutionsprozess der ersten Bundestagsfraktion. Auch ihn trifft es. Beim basisdemokratischen Personalwechsel alle 2 Jahre. Doch Joschka Fischer probt neue Rollen. Kurzauftritt als Schauspieler im Spielfilm Wabonk. Na, hat dich deine Familie arbeiten geschickt? Quatsch, ich muss mein Haus auf den Bahamas noch abbezahlen. Denk an mich, wenn du mal einen Butler brauchst. Ah, denn du, Butler, seit wann haben Poeten denn Manier, ne? Komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Nee, ich hab gerade erst angefangen zu fahren. Okay, wir sehen uns dann später. Ciao. Mach's gut. Fischer macht es besser.
kehrt zurück auf seine Bühne, die Politik. Statt Nebendarsteller grüne Hauptfigur. Joschka Fischer macht als erster der Generation 68 in der Politik Karriere. Er kann beides. Immer wieder neue Rollen spielen und sie immer sehr gut darstellen. Bis in die Kostümierung. Er findet auch immer das richtige Kostüm, also die Sache mit den Turnschuhen. Wenn Sie denken, diese Turnschuhgeschichte, also sei einfach spontan passiert. Nein, das hat er natürlich ganz bewusst gemacht. Ich schwöre. Man lässt sich als Minister vereidigen, die Turnschuhe stehen in irgendeinem Museum rum. Aber die Turnschuhe wurden erst am Tag vorher gekauft. Und die Quittungen für die neuen Klamotten wurden Herrn Börner rechtzeitig vorher vorgelegt, damit er nicht beleidigt ist. Und wenn man im Parlament, im Bundestag sagte, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, hat man sich klammheimlich eine Stunde später dafür entschuldigt. Das heißt, es ist Getue. Wir beide haben darüber manchmal Scherze gemacht. Joschka, habe ich gesagt, als du in den 80ern mit Turnschuhen auf der Straße demonstriert hast, musste ich mit unseren Truppen den Standort in Frankfurt bewachen. Und jetzt trägst du einen schicken Dreiteiler, bist Repräsentant des geeinten Deutschlands, ich wurde Diplomat und bin jetzt Pensionär. Fischer zieht es aus Hessen immer wieder an den Rhein, nach Bonn, zur großen Politik. Sein hessisches Ministeramt, viele Details, wenig Applaus. Joschka Fischer ist mittlerweile der prominenteste Kopf der Grünen. Da kam er dann schon öfter nach Bonn gereist, wie der Kurfürst, der sich dann auch mal, da hat er schon, also war er gestärkt durch die täglichen Anbetungsstunden in seinem Ministerium und sowas. Also da war er schon jemand. Wie das Gespräch mit den meisten in den Stammtisten von Neuen bekommen. So wie es jetzt ist, könnte er von 19 Uhr, der würde auch Gesprächspartner mitbringen. Sehr gut, das müssen wir. Endlich. 1994 sind die Grünen wieder im Bundestag. Und Joschka Fischer ist da, wo er sich wohlfühlt. Er ist hier Programm, ist die Macht der Grünen. Fischer im Plenum war in Bonner Zeiten war ein omnipräsenter Fischer. Der saß nicht nur unten in der Oppositionsbank und hat versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich meine, angefangen von den berühmten Zwischenrufen bis hin eben durch seine Gestik. Ich erinnere ja immer Bilder, zum Beispiel immer häufiger sich abspielende kleine Szene im Plenarsaal, wo Fischer die Plenardebatte nutzte, um sich dann nach hinten zu setzen und jemanden zu sich zu rufen. Mal ein kleines Schwätzchen halten, vielleicht wurde da was beredet, vielleicht wurde auch noch nur signalisiert, das ist jemand, der nah an mir dran ist. Merkt euch das? Ja, und die Leute haben sich's auch gemerkt. Und das ist, passt wirklich nicht zu demokratischen und transparenten Strukturen. Ich weiß nur eins, die Grünen wollten ursprünglich etwas ganz anderes sein, als das, was heute dabei herausgekommen ist. Alles bloß keine Fischer-Gefolgschaftspartei. Eine Partei wird uniform. Joschka Fischer und die Grünen in kriegerischen Zeiten. Sein letztes Gefecht mit der Basis um die Macht. Bielefeld 1999. Die Grüne Partei steht vor der Zerreißprobe. An diesem Tag geht es um Krieg führen im Kosovo oder den sofortigen Ausstieg aus der Bundesregierung. Es geht um Macht oder Ohnmacht. Ich war schon unendlich erschrocken darüber, dass es innerhalb der Grünen keine Grenze gibt. Also das... Das war kein Attentat, wie auf Schäuble oder auf Lafontaine verübt worden sind. Aber das war doch das Überschreiten von einer Grenze, wie wir es bisher noch nicht erlebt hatten. Hau ab, du Mörder! Hau ab! Hau ab hier! Achtung, Achtung!
Verbrechen ihrer Polizei. Die pazifistische Basis, ehemalige Stammwähler, attackiert grüne Funktionäre. Du bist ein Mörder und nichts anderes. Ein Außenminister im Ausnahmezustand. Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr? Der Auftritt in Bielefeld war nichts mehr, wo es noch spielerische Elemente gegeben hätte, wo Fischer mit einem gewissen Zynismus drangegangen wäre, jetzt endlich mal grüne Erbhöfe einzuebnen. Ein Farbbeutel, Überzeugungskraft und ein drastisches Argument des Außenministers bezwingen die Basis. Ich habe nicht nur nie wieder Krieg gelernt, sondern auch nie wieder Auschwitz. Ich gehöre zu der Generation, die die Eltern gefragt haben, warum? Warum habt ihr es zugelassen? Warum? Und ich gehöre zu der Generation, und ich bin kein Pazifist geworden, weil ich war vielleicht 16, als ich den Bericht eines Überlebenden der zionistischen Jugend aus dem Warschauer Ghetto gelesen habe, die gekämpft haben, obwohl sie keine Chance hatten gegen die Nazis. Aber sie haben gekämpft. Sie haben für Werte gekämpft. Und diese Werte, um die geht es heute wieder. Ich hätte die Partei nie rumgekriegt. Joschka hat den richtigen Zeitpunkt, das musste in ihm reifen, abgewartet, wo er nach Srebrenica eine Position umdrehen konnte. Politiker sind nicht immer gut, die am ersten was merken. Politiker sind die, die Veränderungen auch meistern können, gestalten können und ihre Partei mitnehmen. Oder eine Öffentlichkeit mitnehmen. Das ist ja die Kunst der Politik. Die Rolle Deutschlands in der Außenpolitik, in internationalen Beziehungen, wieder sozusagen in diese Kriegsfähigkeit zu verändern, dazu brauchte man einen, der so eine Vergangenheit hat, der so einen Mythos mit sich rumschleppt und der diese Doppelrolle spielen könnte. Wir hätten uns doch alle totgelacht, wenn Westerwelle aufgetreten wäre, mit geknirschten Gesichten gesagt hätte, weil unsere Eltern müssen wir heute und deswegen ist Kosovo gleich Auschwitz. Das hätten wir denen nie abgenommen. Das heißt, da hatte Fischer tatsächlich auf eine ganz fürchterliche Art und Weise eine historische Rolle, wo er einzigartig war. Ein anderer Krieg. Und diesmal eine Entscheidung, die leicht fällt. Das Nein zum Irakkrieg ist populär. Der Gegner im Abseits. Ein gemeinsamer Bluff ergibt nie gemeinsame Sicherheit. Und Fischer wird ein Antikriegsheld für die Mehrheit der Deutschen. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. Sie müssen eine gute Begründung haben für den Krieg. Und entschuldigen Sie, Herr Minister, ich bin nicht überzeugt. Und deshalb kann ich diesen Krieg nicht vertreten, weil ich nicht daran glaube. Das war ein historisches Zitat und jeder hat gemerkt, dass in diesem Moment zutiefst emotionale Überzeugung von Fischer transportiert wurde. Es war auch wirklich authentischer Moment für ihn, weil er natürlich wusste, klar, er spielt auch für die Kameras, aber er musste auch seine Empörung und seine ja, im Prinzip zeigen, dass er beleidigt war über die Form, wie Amerika diesen Krieg gerechtfertigt hat. Das hat ihn intellektuell beleidigt. I think it was a disagreement about the justification for the war. Ich denke, ihm hat unsere Begründung nicht gefallen. Dabei war Joschka Fischer doch schon viel weiter gegangen. Sie müssen sich mal vorstellen, deutsche Truppen auf dem Balkan und in Afghanistan. Wenn mir das vor 10, 12 Jahren jemand gesagt hätte, dass da deutsche Truppen stehen, das wäre doch politisch undenkbar gewesen. Deutsche Truppen in diesen Plätzen, es wäre politisch undenkbar.
selbst wenn er Bündnistreue verweigert. Fischer bleibt sogar in Amerika beliebt. Endlich ist er das, was er immer sein wollte. Staatsmann, Weltpolitiker im Maßanzug. Son Excellence Monsieur Joschka Fischer, Vice-Chancelier fédéral et ministre des Affaires étrangères. Herr Präsident, Herr Generalsekretär, Exzellenzen, meine Damen und Herren, verehrter Elie Wiesel, verehrte Überlebende, verehrte Veteranen der Befreiung, der Konzentrations- und Vernichtungslager. Auschwitz war der furchtbarste Ausdruck eines vom Rassenwahn verblendeten Systems. Dieses barbarische Verbrechen wird für immer Teil der deutschen Geschichte sein. Es bedeutet für mein Land den absoluten moralischen Tiefpunkt, einen Zivilisationsbruch ohne Beispiel. Das neue, das demokratische Deutschland hat die Lehren daraus gezogen. Es ist von der historisch-moralischen Verantwortung unseres Landes für Auschwitz tief geprägt. Das demokratische Deutschland hat die Unverletzbarkeit der Menschenwürde 1949 zum Fundament seiner Verfassung gemacht. Zitat: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, heißt es im ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Die Auseinandersetzung von Fischer mit dem Deutschen, mit Nazi-Deutschland ist für ihn der Dreh- und Angelpunkt der politischen Motivation. Das Aufbegehren gegen Autoritäten ist ein frühes Leitmotiv in Joschka Fischers Kindheit. Fischer stellt sich nicht in Frage. Sein Glaube an sich selbst wird unerschütterlich. Ich herzlich begrüße dich, Oskar. Fischer begrüßt den Papst. Wo kommt dieses Selbstbewusstsein her? Das katholische Langenburg bei Stuttgart. Als Sohn eines Metzgers verbringt Josef Martin Fischer erste Kindheitsjahre unter diesem Fachwerkgiebel. Wenig später ziehen die Fischers um. Die väterliche Metzgerei. Pleite. Er war also schon etwa 8 Jahre alt, als er in den Ort kam und kam natürlich in vorgefasste und feste Strukturen. Und da muss man sich natürlich ein bisschen profilieren und durchsetzen, damit man wahrgenommen wird. Und das hat er dann auch sehr schnell hingekriegt. Natürlich auch der Vorname Joschka war nicht außergewöhnlich und hat ihn von vornherein ausgezeichnet, das ist klar. Öffingen, Kreis Waiblingen. 1958 sein nächstes Dorf, ein Provinznest. Unglückliche Jahre. Für Joschka Fischer beginnt ein Leben in Zeitlupe, mit vielen Gebeten und Ermahnungen. Regeln geben seine Mutter und die Kirche vor. Der Vater steht im Schatten der Mutter. Sein Vater hatte ja nicht allzu viel zu sagen zu Hause. Der saß immer in der Küche mit einem Glas Wein. Und die Mutter, sehr katholisch, hat das Regiment geführt. Dieses war sicher eine sehr, sehr bestimmende Frau. Und darunter hat er gelitten. Das war am Anfang schön und dann war es bedrückend. Bei diesem sehr intelligenten und eigenwilligen Jungen
War das dann zu viel, diese Mutter, die ihn also ungeheuer behütet und bestimmt und bedrängt hat und die alles für ihn regeln wollte? Und da musste er sich befreien. Erste Fluchten aus der mütterlichen Enge und der Strenge des Katholizismus bietet die Öffinger Dorfbücherei. Dort entdeckt Joschka Fischer eine andere Welt als die katholische und sein Talent, die Überzeugungskraft. Er soll bei einer Jahrgangsfeier zu Alterskollegen gesagt haben, da hätte es ja diese kleine Frau Pflug gegeben, die da in der Ortsbücherei gewesen sei, die in der Woche 2x2 Stunden offen war. Und mit der hätte er also immer diskutieren müssen, welche Bücher er denn jetzt schon lesen darf, denn er war natürlich an Dingen interessiert, die Büchereien haben ja so ein Altersschema, für ihn sozusagen noch nicht zur Verfügung standen. Und er hatte gemeint, sie hätte dann immer doch wieder Einsehen gehabt, ihm schon das gegeben, was er gern gehabt hätte. Hier, bei 3 Zimmern im Erdgeschoss, für 5 Personen entsteht Freiheit, nicht allein im Kopf. Fischer kämpft gegen die Enge. Ein erster Ausreißversuch endet in Hamburg. Die Mutter holt ihn selbst zurück. Mit Gelegenheitsjobs in Stuttgart hält er sich über Wasser. Und dann hat er einen Anruf gekriegt, dass sein Vater im Krankenhaus liegt. Und dann kam er an und da war er schon gestorben. Und er hatte dann seine Tasche bekommen, seine Ledertasche, die wenigen Habseligkeiten vom Vater und seine nach Fett riechende Ledertasche. Und dann hat er gedacht, so willst du nicht enden, so nicht. Er sagt, das war für ihn ein ganz wichtiger Punkt, als Motivation auch, sein Leben in die Hand zu nehmen und etwas zu tun. Das muss man sich vorstellen. Bevor der nach Frankfurt ging, ist er ja durch die Welt getrampt und auch mit seiner ersten Frau nach Südfrankreich. Dort hat er in Waggons gelebt, die da irgendwo rumstanden, und auf der Straße, hat sich als Straßenmaler betätigt, hat also aufs Pflaster irgendwelche Heiligenbildchen abgemalt, und seine Freundin ging mit dem Topf rum und hat Geld eingesammelt. Das ist unser Außenminister. Ja, ich erinnere mich an eine Begegnung mit ihm, die eigentlich eine Nichtbegegnung war. Das war im Sommer, Frühherbst 1968. Da saß er in der Unterführung am Wilhelmsbau vor der Gaststätte Holzkiste. Und ich war also ganz erschrocken und erstaunt und hat irgendwelche Touristenbildchen verkauft, wohl um sich irgendwie über Wasser zu halten. Also Bildchen, die damals weder meinem und vermutlich auch nicht seinem ästhetischen Geschmack entsprochen haben. Aber da dachte ich, oh wei, also lieber Joschka, jetzt geht's aber dem Abgrund entgegen, nicht? Vom Rinnstein auf den roten Teppich. Mit diesen Brüchen kokettiert Fischer. Er ist stolz auf seine Karriere. Das Amt verändert ihn. Da hat ihn die Macht verändert. Und da hat die Macht ihn auch bekommen. Erstmal schon durch die Kleidung. Er hat zum ersten Mal dann eben einen schicken Anzug angehabt. Manschettenknöpfe, was er vorher nie hatte. Und er ist auch, die Körpersprache wurde auch anders. Das ist wirklich erstaunlich. Vorher war er immer so fläzig. Und da kam er also an, so richtig in einem Gang und in einem Tempo, wie ich ihn nie sonst erlebt habe. Es sind halt die vielen Seiten des Joschka Fischer. Es gibt sicher auch irgendwo den untergründigen Wunsch, seiner Mutter zu beweisen, dass er doch ein ganz anständiger bürgerlicher Kerl ist. Und dazu gehört das. Dazu gehört die Freude an der Position, die er dann doch errungen hat. Dazu gehört sicher das besondere Maß, in dem gerade ein Fischer dann auch sich in der Position so zelebriert, wie er meint, dass ein Außenminister der Bundesrepublik Deutschland sich zelebrieren müsste.
Gelegentlich habe ich ihn beneidet, weil ich weiß nicht, was er heute isst. Ich war mit ihm lange nicht essen. Aber die Zeit, wo er also richtig drahtig aussah, pflegte auch kein Fleisch zu essen. Und wenn man dann so irgendwo auf EU-Gipfeln oder sonst wo saß, kriegten sie da irgendwie ein durchgetrocknetes Stück Bratfleisch. Und er kriegte Obstteller aus, sagen wir mal, den fernsten Regionen der Erde, wo sie also am liebsten gesagt hätten, ich werde jetzt sofort Vegetarier. Als Außenminister reist Fischer um die Welt und überall zeigt er, dass er laufen kann. Fischer beweist sich als Marathonmann. Eine neue Rolle, natürlich öffentlich. Seine Selbsterfindungszyklen werden immer kürzer und immer härter. Zu meiner Verblüffung legt er mir immer das Trainingstagebuch hin, was ich ihm gegeben habe, und hat gesagt, hier habe ich alles gemacht. Und ich war immer erstaunt, dass er es wirklich so macht. Und da kann ich ihm nur bescheinigen, was Fleiß angeht und Willensstärke. Ohne diese Qualitäten wäre er mit Sicherheit nie so weit gekommen, auch nicht als Marathonläufer. Ist er mir auch geistesverwandt. Wenn man mal Olympiateilnehmer ist oder City-Marathons gewinnt, muss man nicht nur von Dingen reden, sondern sie auch machen. Und das hat mir natürlich auch imponiert. Also er ist ein Macher. Also die Disziplin, das zu schaffen, laufen und Disziplin halten im Essen und Trinken und so, fand ich wirklich eindrucksvoll. Ist ja auch eine starke Disziplinleistung. Dass er darüber ein Buch geschrieben hat, kann man machen, muss man nicht, aber ist auch okay. Aber als das Buch war noch nicht lange auf dem Markt, dann hat er eben, das Buch heißt, glaube ich, Mein langer Lauf zu mir selbst. Ja. Und jetzt müsste er eigentlich die zweite Auflage schreiben und zurück. Denn inzwischen geht es wieder in die umgekehrte Richtung. Und dann würde ich keine Bücher schreiben. Nicht? Für ihn ist sein Leben ein Roman. Wer kann das von sich sagen? Wir leben alle ganz normale Leben. Aber Joschka Fischer, Mamas Liebling, der wunderbare Narziss, lebt einen Roman. Und im Roman geschehen ganz unglaubliche Dinge. Da ist einer erst Pflastermaler und nachher ist er Außenminister. Da ist er Revolutionär und dann legt er mit Turnschuhen einen Eid ab. Er ist ganz dünn und dann ist er ganz dick. Oder er ist ganz dick und ganz dünn und dann wird er wieder ganz dick. Und immer staunt er selbst, wie er das alles hinkriegt. Erfolgreicher hat sich niemand verwirklichen können. Joschka Fischer ist angekommen, bei sich selbst. Besser hat sich niemand erfinden können. Aber seine Macht ist nur geliehen, vom Volk. Vor der Visa-Affäre ist Fischers Welt noch in Ordnung. Der Außenminister glänzt mit Kant und wieder dürfen alle staunen. Der Politstar Fischer mit Begleittross auf Dienstreise. Widerspruch ist nur geduldet. Keiner sagt mir wirklich etwas, wenn etwas verkehrt ist. Keiner traut sich mehr, ihn wirklich Kritik zu üben. Alle haben einen gewissen Respekt und er kann ja auch jemanden über den Mund fahren. Das heißt also, auch der Umgangston mit den anderen Menschen ist außerhalb der Realität. Weil in der normalen Welt ist es so, dass man halt immer sofort ein Echo kriegt, wie man ist. Was die Normalität des Lebens ausmacht, einfach auf die Straße zu gehen, Leute zu treffen, in irgendeinem Restaurant, einen Café zu gehen, wo man Leute trifft, mit ihnen redet und so. Das geht einem verloren, ja, und das ist, aber wissen Sie, dieses Problem stimmt, hat Fischer mit Frau Merkel, mit Stoiber, mit Schröder oder wie auch immer, also diese ganze Berliner Szenerie ist da drogengefährdet, ja, das sind alles Junkies, ja, das muss man einfach sehen, ja, und die Journalisten sind die Dealer. Doch Fischer wird auf Entzug gesetzt. Die Öffentlichkeit verweigert den Applaus.
Seine Umfragewerte sinken. Fischer kann nicht gegensteuern. Die meisten Menschen sind in eigener Sache immer am schwächsten. Er ist natürlich zur Belastung geworden. Und ich vermute mal, dass ihm das zunehmend klar wird. Und das ist dann schwierig, wenn man einsieht, du kannst gar nichts mehr bewirken. Es ist eine seltsame Starre, mit der er seinem eigenen Untergang zuzusehen scheint. Das Zweite ist, dass er vielleicht doch auch erschrocken ist, mit welcher Vehemenz sich jetzt Leute gegen ihn wenden, die er bisher immer verachtet oder ignoriert hat. Denn Fischer macht Fehler, wälzt Verantwortung auf seine Mitarbeiter ab. Er selbst hat nichts falsch gemacht. Für mögliche Versäumnisse und Fehler meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trage ich die politische Verantwortung. Mit diesem Satz spaltet er das Auswärtige Amt. Das Presseecho heftig wie nie zuvor. Für die Öffentlichkeit verliert Joschka Fischer seinen Zauber. Auch er ist nur ein Politiker wie alle anderen. Die Droge ist Macht. Das zieht sich absolut durch. Das heißt, am Anfang, es ist nicht das, ich will das jetzt machen, weil ich Atomkraftwerke verhindern will, weil ich, was weiß ich, die NATO nicht will. Sondern es ist, wie werde ich in der Gesellschaft, in der ich gerade lebe, mächtig? Das ist die Droge. Fischer weiß genau, dass Macht auch flüchtig ist. Und deswegen musste er auch sich immer auf neue Ebenen begeben, in neue Perspektiven sozusagen versetzen für die Öffentlichkeit, um dieses Machtspiel von vorne zu beginnen. So wie sein Körper sich aufbläht und wieder abnimmt, so wie er also isst und hungert, so akkumuliert er auch Macht und gibt sie wieder preis. Und dieses Spiel ist das Spiel von Fischers Leben. Ich glaube, dass Joschka Fischer alles, was er tut, für sich tut. Das ist auf eine einfache Formel gebracht, das Wesen dieser Generation in der Politik. Wo bleiben Sie dann? Es ist einzig und allein interessiert es Sie, wo Sie bleiben. Und Deutschland oder die Partei oder das Gemeinwesen haben immer Glück gehabt, wenn sozusagen die Erfolgsnummern der betreffenden Personen identisch sind mit einem Erfolg für die Partei oder für das Land. Aber me first, das ist die einfache Regel. Und wieder ist Joschka Fischer ein Symbol. Es geht um den Erfolg oder Misserfolg einer Generation in der Politik. Muss er zurücktreten, dann tritt auch der politische Geist von 68 ab. Das Ende einer Ära.